Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. In dem Level, die frei... ich kann's gar nicht aussprechen. Die fleischfressende Insel. Die fleischfressende Insel. Ich habe eben gerade mal aus Interesse Carnivorous übersetzt. Carnivorous Island. Und das heißt tatsächlich fleischfressend. Also fleischfressende Insel. Ich glaube, da muss ich nichts mehr dazu sagen, oder? Die Insel ist nicht, wie sie scheint. Ich finde die Insel wunderschön. Ich finde, es sieht echt toll aus. Und ich hätte nie gedacht, dass das eine fleischfressende Insel ist. Also da bin ich jetzt wirklich etwas enttäuscht, dass diese schöne Insel unter dem Stern die fleischfressende Insel steht. Interessant, wirklich interessant. Aber bevor wir uns darüber den Kopf zerbrechen, würde ich lieber mal sagen, erkunden wir diese etwas skurrile Umgebung hier drin und gucken uns das Ganze mal an. Weil das ist wirklich skurril und ich weiß auch nicht, was das sein soll. Es ist eine Höhle aus einer Tomb Raider 3 Textur, und zwar aus dem Raumschiff von Tomb Raider 3 Area 51. Nur, dass das nicht rot und lila ist, sondern grün. Das war gekonnt. Das war wirklich gekonnt. So viel zu dieser Stelle. Die Stelle ist echt mal was anderes, oder? Also ich finde das wirklich interessant, was der Levelbauer sich hier ausgedacht hat. Und mich würde echt mal interessieren, was das darstellen soll. Ich glaube, das soll wirklich die Höhle von diesen komischen Moskitoviechern darstellen, die hier ständig kommen. Ja, gucken wir uns mal in dieser Höhle etwas genauer um. Es gibt ziemlich viele Wege, wie ihr, glaube ich, vorhin unschwer erkennen konntet. Und dann suchen wir das Ganze einfach mal ein bisschen ab. Und wir brauchen zwei Steine, habe ich gesehen, die wir einsetzen müssen, um an irgend so ein Ding zu kommen. So viel weiß ich auch. Ja. So sieht's aus, Leute. Also machen wir uns auf die Suche und gucken mal, wo uns das hinführt. Hier liegt auf jeden Fall eine Leiche rum, die für uns ein Fernrohr hat. Das habe ich nämlich gesucht. Das brauchen wir nämlich, um diese eine, um das eine Vorhängeschloss von dieser Tür zu zerschießen. Dafür brauchen wir das. Und das haben wir schon mal, das ist gut. Aber sonst ist hier unten sonst noch irgendwas Brauchbares? Ich weiß es nicht.
Also hier unten ist eine Leiche. Die hat es irgendwie nicht überlebt hier unten. Wahrscheinlich wurde sie von so einem komischen Viech da gestochen oder so. Was natürlich auf einer fleischfressenden Insel... Obwohl, wenn das wirklich eine fleischfressende Insel wäre, dann wäre der schon längst aufgefressen. Da würde er nicht noch so ganz mit Haut und Haaren da rumliegen. Naja, also eins ist klar, diese Insel ist ziemlich mysteriös. Und auch diese Stelle ist etwas kurios, um das mal so auszudrücken. Und da bin ich mal gespannt, wo uns das alles hier noch hinführt. Also da unten waren wir jetzt gerade. Und da würde ich mal sagen, gehen wir diesmal nach links hoch, weil das Ding hat, glaube ich, zwei oder sogar mehrere Stockwerke. Und da kommen jetzt bestimmt auch gleich wieder diese komischen Viecher und wollen uns stechen bzw. fressen. Ja, ich wusste es doch. Ich sehe nichts. Gut, die hätten wir schon mal erledigt. Wie viele Fackeln haben wir? Ich muss immer mal gucken, weil die sind ziemlich knapp in diesem Spiel. 16 Stück, das ist einfach immer ziemlich wenig. Aber solange wir über 10 haben, mache ich mir erstmal keine Gedanken. Jo. Also wie ihr sehen könnt, geht es nur hier oben weiter. Und die eine Mücke schwebt irgendwie. Ja, die schwebt einfach mal. Meinetwegen soll mir recht sein. Was bringt mir das? Jetzt bin ich verwirrt. Was soll mir das jetzt hier sagen? Diese Öffnung. Kann mir das irgendjemand erklären? Ich kann es mir nicht erklären. Wir sind doch jetzt hier hochgekommen. Und hier oben muss doch irgendwas sein. Hier liegt ja auch nichts in der Mitte. Da unten waren wir schon. Und hier hört das Ganze ja schon auf. Das heißt, ich frage mich jetzt, wozu sind wir hier oben gelandet? Warum? Was bringt das? Das finde ich jetzt gerade etwas rätselhaft, weil hier ist ja nichts. Okay, also ich würde mal sagen, hier geht es erstmal nicht weiter. Wir kommen auf jeden Fall später nochmal auf die Stelle zurück, aber... Obwohl, Lara hat da oben diesen Diamant so komisch angeguckt. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht später auch abschießen müssen. Den hellgrünen Diamant da oben. Ich glaube, wir brauchen erstmal die Automatik, um hier weiterzukommen. Erstens, um zu probieren, diesen grünen Büppes da oben abzuschießen und das Vorhängeschloss zu zerschießen. Das ist jetzt erstmal das, was ich vorhabe. Und das hatte ich nicht vor. Und auch das hatte ich nicht vor. Und auch das hatte ich nicht vor. So. Aber, ja, Lara, guck das an, damit müssen wir bestimmt was machen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erst nochmal raus, weil es bringt ja alles nichts. Was ist das jetzt hier für ein Gang? Ach, hier kommen wir wieder raus. Okay, alles gut. Dann erstmal ciao, merkwürdige Stelle. Und wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, etwas zu tun, und zwar diesen Schlüssel einzusetzen. Key to Village. Und diesen Schlüssel, der wird uns jetzt wahrscheinlich dazu bringen, vielleicht die Automatik zu finden, vielleicht den anderen Schlüssel zu finden oder sonst was zu finden, was uns weiterhilft. Also setzen wir den mal ein.
Renn damit. So. Okay. Hier scheint eine Hangelstrecke zu sein, die uns darüber führt. Okay. Hier ist ein Krokodil. So. Und jetzt gucken wir uns erstmal im Wasser um. Es scheint sogar etwas komplexer hier zu sein. Auf jeden Fall passt dieses Krokodil in die in das Thema fleischfressende Insel. Also das kann man nicht abstreiten. Aber hier ist ein Gang. Hier ist ein Gang. Wo zum Secret? Jawohl. Ich freue mich gerade, weil das ist das Jade-Secret. Cool. Wir haben das Jade-Secret und ein neues fleischfressendes Wesen ausgelöst. Und zwar ein Krokodil. Deswegen schnell hier raus. Und das war schlecht. Wir müssen hier irgendwo raus jetzt. Hier, da können wir drauf. Wo ist das Krokodil? Obwohl, das können wir eigentlich auch am Leben lassen. Aber wir können es auch totschießen. Es ist tot. Glaube ich. Ja, ist tot. Ich habe jetzt die Pistolen genommen, weil mir das gerade ein bisschen schade war für die Uzis. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Schuss. Nur mal so am Rande. Okay, und dann hangeln wir mal darüber. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Entweder der zweite Schlüssel für das andere Haus oder die Automatik, mit der wir dann das Fernrohr kombinieren können. Beides ist möglich. Bin ich mal gespannt jetzt. Hier können wir auf jeden Fall noch rumhangeln. Okay. So. Ich speichere gerade mal zwischen, bevor wir hier runterrutschen. Nee, das sieht gut aus. Ja, dann gehen wir mal hier durch den Gang. Zu einem Feuerchen. Nee, generell, zu einem ganzen Dorf. Jetzt sind wir im Küstendorf. Und ich glaube, jetzt kommen auch die Kannibalen. Was nämlich wirklich die fleischfressende Insel ausmacht. Also das sieht mir sehr schwer nach Kannibalen aus. Und dann macht das mit der fleischfressenden Insel nämlich wirklich Sinn. Jo, hier haben wir jetzt erstmal einiges zu erforschen, würde ich jetzt mal sagen. Und wie viele Fackeln? Ich muss immer mal gucken. 15, da können wir mal eine anmachen. Aber hier oben ist nichts, da ist eine Decke. Okay. Hätte ja eine dunkle Öffnung zu einem Secret sein können. Deswegen habe ich mal geguckt. Man weiß es ja nie. So, das ist zu. Wir laufen das jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Aha. Was war das? Da habe ich jetzt... Wieso habe ich da... Wahrscheinlich aus Instinkt habe ich jetzt STRG gedrückt, weil da was liegen könnte. Und jetzt hat Lara tatsächlich was aufgehoben. Jetzt schlecht. Gut. Hier können wir noch nicht rein, weil da eine Leiter ist. Und die Luke aber noch zu ist. So. Und da sind wir gerade mal hängen geblieben an der Leiter. Macht nichts, es geht weiter, Lara. Ja, jetzt sind hier halt überall so Blockhütten. Hier unten kann man anscheinend reingehen. Das gucken wir uns auch mal gleich an. Aber erstmal gucke ich mich hier oben nochmal rum. Von da kamen wir. Genau. Hier drin ist ein Feuer. Hier hinten ist nichts. Gehen wir mal in die Hütte mit dem Feuer.
aber in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.